Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Factorio. So, und wir werden hier mal jetzt hier die Sachen bauen. Leichtöl in Schweröl, in Petroleum umbauen und so weiter. Da brauchen wir Chemiefabriken für. Und Wasser. Wasser haben wir aber hier unten liegen. Und Leichtöl haben wir da. Das heißt, das könnten wir eigentlich hinkriegen. Relativ easy sogar. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Ich würde fast sagen, irgendwie so. Warte. Das ist natürlich genau falsch rum, war klar. Scheiße. Also müssen wir das im Prinzip so machen. Oder irgendwie so. So. Das soll so. Petroleum wird dann hier reingeschickt. Jo. So. Im Endeffekt. Jetzt brauchen wir natürlich noch Rohre wie Sau dafür. So. Dann können wir eigentlich auch direkt anschließen. Das ist nicht schlimm. Davon brauchen wir sowieso mehr. Das ist schon logisch. Aber wir brauchen ja auch noch Wasser. Ein Wässerchen brauchen wir auch noch. Da muss ich mal gucken, wie wir am besten hier rüberkommen mit dem Wasser. Wahrscheinlich. Hier durch. So. Das war eins zu weit. Wir müssen da hin. Ne, ist auch blöd. Verdammt. Müssen doch noch einen runter. Ja. Wir müssen doch noch einen runter dafür. Und da schon wieder geforscht. Sehr schön, mach das. Dann kommst du da hin. So, da kommt das Wasser hin. Das machen wir einmal hier rum. So. So, dann musst du hier runter. Ach, daher, das ist ja unsere Dingens hier. So, da brauchen wir davon welche. Da musst du einmal hier runter. Und dann musst du einmal hier lang. So, im Prinzip. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Rohre. Weil die müssen ja noch verbunden werden, die Sachen. So, Wasser haben wir auch. Drin. So, und im Endeffekt müssen wir jetzt das Petroleum, haben wir schon verbunden. Bis da. Sieh, genau. Jetzt brauchen wir noch das Leichtöl. Genau, genau, genau. Das könnten wir aber auch so verbinden. So. So. So, haben wir. Jetzt brauchen wir noch Strom. Zack. Und die sollte eigentlich schon laufen. Wasser und Leichtöl wird jetzt Petroleum. Weil Petroleum brauchen wir auf jeden Fall einiges mehr. Und der sollte sich jetzt eigentlich sogar füllen. Theoretisch. Müssen wir mal schauen. Das haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht. Frage ist, füllt er sich jetzt auch noch oder leert er sich jetzt? Ich glaube, er leert sich, oder? Obwohl, es geht. Es geht. Wir könnten auch noch eine Aufspaltung von Schweröl in Leichtöl machen. Das könnten wir auch noch machen. Da brauchen wir auch Wasser. Da brauchen wir aber auch noch eine Chemiefabrik. Wo wir noch Eisenplatten und Stahlträger brauchen. Was nicht so das Problem ist. Dann holen wir uns mal ein paar Stahlträgers. Und holen uns noch ein paar Eisenplatten. Da brauchen wir sowieso einige von. Dann brauchen wir noch eine Chemiefabrik. Und dann bauen wir die nämlich hier hin. Hier so. Und dann spalten wir noch Leichtöl in Dingensöl auf. So, pass mal auf. Dann machen wir so vielleicht. Schauen wir erstmal. Mach dich mal kurz weg. Da brauchen wir jetzt erstmal noch einige von denen. Und dann davon welche. Pass auf. Wasser ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Vielleicht. Indem wir... das kriegen wir nicht so einfach hin.
Wir müssen ja einen tiefer setzen, sogar. Krass. Ja, genau. Müssen wir nämlich auch. Weil sonst geht das nicht. Wir müssten dahin. So. Das ist Blödsinn. Und dann müssen wir die so hinlegen. Genau, da ist Wasser. Haben wir. Dann natürlich das Schweröl. Haben wir auch. Und dann müssen wir das hier noch rüberbringen irgendwie. Was natürlich nicht so einfach ist. Wir müssen die von hier holen. Ja, das könnten wir aber sogar hinkriegen. Ne, eben nicht. Verdammt. Das kriegen wir nicht so einfach hin. Doch, hier können wir es hinkriegen. Aber dann verbindet er sich ja mit dem auch. Also geht das auch nicht. Das ist schwierig. Das ist jetzt schwierig. Weißt du, wenn ich den ganzen Schmuh hier rüber setze? Warte mal. Pass mal auf. Wir setzen den ganzen Scheiß einfach mal hier rüber. So. In dem Gelände. Da kommt Wasser. Da kommt Dingens hin. Und hier kommt dann Wasser hin. So. Punkt. Ne, da nicht. Sondern hier. Jetzt haben wir keine mehr. Wo machen wir, hä? Ach ja. Aber hä? Habe ich jetzt gar nicht verstanden. Warum haben wir denn jetzt keine mehr gehabt? Das ist eine gute Frage. Weil die hätte ich euch auch lieber rübersetzen sollen. Einfach mal so. Egal. So, dann kommen die hier rein, die Sachen. So. Da kommt das. Und dann kommt der Schmuh wieder zurück, weil ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, das mache ich auch. Warte mal, das mache ich auch. Pass auf. Ich mache das alles mal hier kurz nochmal ab. Und dann bauen wir das einmal vernünftig. Das ist doch kacke so sonst. So, hier ist Wasser drin gewesen, ist klar. So. Da ist Wasser. Wasser müssen wir von hier rüberholen. Auf jeden Fall. So. Bis hier und fertig. Rest können wir verbinden. So. Da ist Wasser. So. Dann brauchen wir natürlich das Leichtöl. Das müssen wir auch hier rüberbringen. Irgendwie. Am besten irgendwie so hier. Dann hier. Da ist das Leichtöl. Zum Beispiel. So. Da haben wir Leichtöl. So. Da haben wir das Leichtöl. Auch schon. Der ist sogar schon fertig hier. Im Endeffekt. So, Petroleum muss ich auch noch runterbringen, ne? Genau, das muss ich auch noch runterbringen, fällt mir gerade so ein. Warte mal, da müssen wir davon nochmal welche bauen. Da müssen wir jetzt erstmal wieder was forschen. So. Da habe ich aber auch schon eine Idee. Ja komm, bau sie doch, mein Gott. Danke. Da hätte ich aber wahrscheinlich auch schon eine Idee. Warte. Was ist denn, wenn ich den... Schaffe ich das? Nee. Warum kriegst du denn nicht bis da unten hin? Boah, scheiße. Ja, das bringt mir nichts. Überhaupt nichts. Doch, bis da unten geht er. Das geht. Ja, das passt. So muss ich das auf jeden Fall haben. So, dann haben wir da ein. Pass auf. Und dann machen wir das Petroleum hier rüber.
So. Ja, müssen wir ja. Ich muss leider so bauen. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? So, aber ich würde die am liebsten dann... Oder so hier bauen. Warte mal. Das ist zu nah, definitiv. Ich bin sowieso blöd. Ich muss da sowieso einen weiter rübersetzen. Muss ich doch sowieso. Fällt mir gerade mal so ein. Mindestens sogar ein. Weil sonst geht das doch gar nicht. So. Der soll auf jeden Fall das machen. Und der soll das machen. So. Weil ich muss ja jetzt erstmal den... muss ich ja sowieso noch hier rüberholen. Ne, das ist auch Blödsinn. Den so zu holen. Ja, warte mal, die muss ich umdrehen. Das wäre geil. So. Genau, die muss ich umdrehen. Dann geht's. Klar, das Wasser, das kriege ich ja hier hin. Locker. Warte. Das Wasser müsste ich ja hier hinkriegen eigentlich. So. Und dann bis hier und dann hier einfach hoch. Das geht. Wasser geht. Jetzt brauche ich mir Eisenplatten. Eisenplatten! Gib mir Eisenplatten. Gib mir Eisenplatten. Ja, ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Mit den Rohren, also auf jeden Fall. Oh, kurz einen Schluck trinken. Mit den Rohren, das ist kein Zuckerschlecken, das richtig zu bauen, muss ich sagen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich versuch's. Sagen wir es mal so. So, was habe ich jetzt gemacht? Der muss dahin, ne? Genau. Da muss der dahin, dahin und du musst da hoch. Dann haben wir Wasser verbunden. Dann braucht er noch dieses Öl. Da muss ich dann so machen, genau. Dann hat er das Öl auch. Und dann muss ich eigentlich nur noch Petroleum verbinden. Am besten... Ach, da brauche ich doch gar nicht so. Geht das überhaupt? Ne, geht nicht. Scheiße. Jetzt ist nämlich Wasser drin. Und Kack. Oh nein. Oh nein, jetzt ist da Wasser drin. Oder? Kacke. Muss doch mal weg. Da ist immer noch Wasser drin. Oh. Wie kommt denn das Wasser rein? Hä? Willst du mich verarschen? Was ist denn hier? Oh, ich kann Strom mehr. Hä? Was ist jetzt passiert? Verstehe ich nicht. Warum geht denn die Kohle aus? Die ganze Zeit, was soll denn das? Verstehe ich nicht. So, hier. Hammer. Hammer, dass die Kohle ausgeht die ganze Zeit. Zwischendurch. So, darf ich jetzt weiterbauen da oben? Und da ist immer noch Wasser drin, ich weiß nicht warum. Mal kurz was gucken. Warte mal, der ist das. Den machen wir mal raus. Der geht da runter. Der ist immer noch Wasser drin. Wie kommt da Wasser rein? Hä? Ja, du Scheiß. So, weg mit dir. Jetzt geht doch. Mein Gott.
Warum macht er jetzt nichts mehr? Ja, du sollst sowieso die Fortgeschrittene jetzt machen. My friend, jetzt kriegt er. Hä? Der braucht Wasser dafür? Oh Mann. Da machen wir lieber die normale. Hör mal, besser ist es. Besser als nix. Jetzt. So, jetzt nochmal. Du brauchst den. Da ist schon wieder Wasser drin. Moment mal. Was ist das denn hier für ein Ding überhaupt? Den will ich nicht. Oh Mann, was ist denn mit dem Wasser? Oh, ich weiß nicht, wo das Wasser herkommt, ehrlich. Komm, geh mal weg. So, pass auf, wir machen den jetzt direkt hier hin. Und gut ist. Nee, da nicht. Auch nicht. So. Punkt. Da ist schon wieder Wasser drin. Was soll denn der Scheiß? Mit dem Wasser. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie kriegen das Wasser jetzt da raus? Weiß das? Ich weiß es nicht. Geht das, wenn ich die vielleicht mit Strom dran mache? Ich weiß es nicht. Müsste ich mal ausprobieren, ne? Mal schauen. Funktioniert da irgendwas? Man weiß es nicht, man munkelt. Da kommt auf jeden Fall das Öl raus. Aber der kriegt hier kein Leichtöl. Warum nicht? Warum kriegst du kein Leichtöl? My friend. Lass mir mal erzählen. Warum kriegst du jetzt kein Leichtöl? Hä? Da muss jetzt mal einer wieder verstehen, ne? Warum kriegt der jetzt kein Leichtöl hier? Hä? Bist du verbunden oder nicht? Ja, sicher. Ja. Bist du doch. Oh, was ist denn das schon wieder? Jetzt. Der macht die ganze Zeit Öl. Der kriegt nichts. Das hat. Jo. Toll. Schön abgerissen. Jetzt? Immer noch nicht. Der kriegt kein Öl. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum? Oh, das ist jetzt aber auch zu spät, um das irgendwie zu verstehen. Ich weiß nicht, warum ich da kein Öl reinkriege jetzt. Warum hier kein Leichtöl reinkommt. Ich verstehe es nicht. Aber ich sollte mich, glaube ich, erstmal um die Kohle kümmern hier, wa? Sonst fallen die gleich wieder alle aus, weil da kommt schon wieder keine Kohle an. Ihr seht das ja. Warum kommt da keine Kohle an? Was ist los? Vereinzelt kommen wir Kohle. Weil die so lahmarschig laufen. Was ist hier schon wieder los? Die fallen doch schon wieder aus hier. Der ganze Schmuh. So. Da. Feuer mal bitte. Was ist denn los hier? Arbeitet mal. Ich könnte natürlich diese Dingens bauen, habe ich auch gelesen, die sich selbst selbst befeuern die ganze Zeit, die gehen ja auch im Prinzip. Aber eigentlich habe ich genug Kohle, das verstehe ich nicht. Oder ich muss echt mehr Solarmodule bauen. Weil guck mal, wie schnell die laufen im Prinzip. Aber die laufen total lahmarschig. Verstehe ich nicht. Warum die so lahmarschig laufen? Teilweise. Die laufen total lahmarschig und die laufen total schnell.
total bescheuert irgendwo. Kann ich hier da einbauen? Beide? Nee, lass mal. Ich baue die lieber erstmal so. Und hier baue ich noch einen. So. Leistung 60 kW. Ja, das sehe ich. 420 kW mache ich gerade. Ja, dann mach doch mal. Ihr Stümper. Mit dem Öl, das weiß ich immer noch nicht, warum das nicht funktioniert. Ich glaube, da muss ich mir echt mal in Ruhe angucken, warum das nicht funktioniert da oben. Oder ich muss das echt von Grund auf nochmal anders bauen. Weil irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt mit dem hier nicht. Ich weiß nicht, warum der kein Leichtöl kriegt. Weil hier ist 5,4 Leichtöl drin. Hier unten ist gar nichts. Und das verstehe ich nicht. Warum hier unten nichts ankommt. Unterirdisches Rohr, ja. Oder ist das nicht verbunden oder was auch immer. Ich teste das jetzt einfach mal. Ja, warte mal. Ach, das geht gar nicht. Boing. Was ich da vorhab, geht doch gar nicht. Du Stück. So geht das nur. Manchmal, ne? So, jetzt geht's. Meine Herren. Ja, manchmal bin ich ein bisschen am Kopf gefallen. Ist so. Leider. So, und den könnte ich jetzt eigentlich... Sollte jetzt Petroleum rauskommen. Geht doch. Aber... Da ist kein Petroleum drin. Jetzt aber. Da ist jetzt Petroleum drin. So. Da nicht. Deswegen müssen wir von hier... bis da. Und dann bis da... Petroleum rein. Den ganzen Mist schon wieder abreißen. Boah, ich hasse das, ne? So. Dann den auch abreißen. Und dann von hier bis... warum geht der? Ach, egal. Ist ja egal, ob der einen dazwischen ist oder nicht. So, jetzt haben wir Petroleum drin. Und jetzt sollte der eigentlich... Ja, der geht aber sehr schnell runter, muss ich sagen. Aber sehr, sehr schnell. Obwohl, der geht bei 10, bleibt bei 10 gerade die ganze Zeit. Nee, doch nicht. Nee, der geht auch runter. Wir müssen davon auf jeden Fall mehr bauen. Aber gut. Ich weiß ja, wegen dem hier. Der macht so viel Plastik hier. Ey, boah, vor allem, was die verfeuern an Petroleum. Nee, das gibt's ja gar nicht. Ist ja der Shit. Wie sieht er mit dem Leichten aus? 1,4, 1,2. Wir können theoretisch dann als nächstes nochmal eine sofort davon bauen. Das geht ja eigentlich relativ easy. Wir brauchen theoretisch nur so. Und den theoretisch dann auch. Dann so, glaube ich, ne? Genau. Und dann war es das schon. Können wir mal testen eben. Können wir nicht. Dann halt nicht. So, weil wir bräuchten nur theoretisch hier. Da kommt dann das Ding dran. Hier. Kommt das Ding dran. Fertig. Und dann kommt hier einfach wieder Petroleum dran. So. Dann bauen wir dann nächste Mal noch eine hin. Und gut ist. Und ja, wie immer sage ich zu euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns dann nächstes Mal bei einer Runde Factorio. Tschüssingen.